Hallo, ich habe mitgemacht bei der Millionärswahl, beziehungsweise will da mitmachen, habe mir einen Account angelegt. Vielleicht habt ihr schon davon gehört. ProSieben Sat.1 haben ein neues Sendeformat, wo Zuschauer selber wählen können, wer Millionär wird und wer in die Show eingeladen wird und reinkommt. Dafür bräuchte ich eure Mithilfe und wollte euch bitten, mal darüber nachzudenken, ob ihr das machen wollt. Ich erkläre mal kurz das Konzept. Man muss sich registrieren auf der Seite millionärswahl.de mit AE. Und diese Leute, die da registriert sind, können entscheiden, wer in die TV-Phase kommt. 49 Leute können also an der Show mitmachen. Das Ganze hat einen Haken, worüber ich euch eben bitten möchte nachzudenken. Man muss ProSieben eine E-Mail-Adresse und eine Handynummer zur Verfügung stellen, um sich da eben auch als richtige Person erkennbar zu machen. Das ist natürlich eine Sache, die nicht jeder machen wollen wird. Man kann sich zum Beispiel auch mit seinem Facebook-Konto anmelden und gibt dann aber ProSieben auch die Möglichkeit, auf die Freundesliste zuzugreifen, was ich zum Beispiel nicht gemacht habe. Also überlegt euch das und wenn ihr euch das vorstellen könnt, würde ich mich sehr freuen über eure Hilfe. Denn die Registrierten haben eine wichtige Rolle. Die entscheiden nicht nur allein darüber, wer in die TV-Phase kommt, sondern zu einem Drittel sind deren Stimmen auch nachher noch wichtig, wenn es um die weiteren Wahlschritte geht. Natürlich, wenn die TV-Phase einmal anfängt, könnt ihr mich auch ohne zu registrieren zu einem Drittel als Zuschauer per Voting unterstützen. Unser erstes Ziel ist erstmal überhaupt, dass ich in die TV-Show reinkomme, nicht so sehr die Millionen zu gewinnen. Ich glaube nämlich nicht, dass ich letztendlich gegen eine einradfahrende Oma, die besser singen kann als ich, da eine Chance habe. Aber es geht eben darum, dass wir da die Möglichkeit haben, vielen Leuten, vielen Zuschauern nochmal Argumente nahezubringen, die dafür sprechen, Cannabis zu legalisieren, die Jagd auf die Konsumenten zu beenden, aber auch Hanf als Bio-Rohstoff mehr in den Vordergrund zu bringen und vor allen Dingen auch Cannabis als Medizin endlich den Stellenwert einzuräumen, den es verdient hat. Das würde ich gerne machen da in der Show und registriert euch also, wenn ihr euch das vorstellen könnt. Bis Samstag, den 16.11. könnt ihr euch registrieren, also ist nicht mehr viel Zeit. Ihr müsstet euch beeilen, wenn ihr da mitmachen wollt. Und zum Schluss noch, falls ich die Millionen doch gewinnen sollte, was zumindest nicht völlig unmöglich ist, ich werde sie komplett in den DHV einlegen und komplett für die Arbeit zur Legalisierung benutzen. Zum Beispiel können wir dann professionellere Filme machen, sogar bis dahin, dass wir unsere ersten TV-Spots schalten können, so wie das in den USA in der Legalize-Debatte auch der Fall ist. Ein Plakat zu Cannabis als Medizin wird dann beim nächsten Mal sicherlich hier noch hängen. Also wir können damit viel machen, viel mehr als wir bisher können. Und dabei brauche ich eure Unterstützung, aber vor allen Dingen auch eben, um überhaupt da reinzukommen in die Show und endlich mal die guten Argumente, die wir haben, unters Volk zu bringen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.